Jo Leute, willkommen zu neuen Video von MewTrick.com, euer Shop für Nischenideen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Buttons an eurer Internetseite verändert, egal ob es jetzt so ein Filter-Button ist und ihr hier, wie es jetzt ist, so einen Rahmen einstellt und die Button abrundet oder komplett rund macht, oder wenn man hier drüber fährt, dass sich dann was ändert, oder wie hier unten zum Beispiel der Details-Button und der zu Amazon-Button auch eine andere Form haben und sich in gewissermaßen ergänzen. Oder wieder in den Warenkorb-Button, dass das seine Farbe verändert. Sowas werde ich euch alles zeigen, wie ihr das ziemlich simpel machen könnt. Vielleicht wird es bei euch beim allerersten Mal nicht funktionieren, aber wenn ihr das Video 2-3 Mal anschaut und wirklich alles in Ruhe macht, werdet ihr auch sowas hinbekommen. Ich werde es euch Schritt für Schritt erklären. In der Videobeschreibung ist das, wo ihr dazu braucht. Das sieht so aus, da ist ein Link unten drin und hiermit werden wir arbeiten. Als allererstes klären wir mal die Basics. Wie kann ich überhaupt einen Button ansprechen? Also wie kann ich einem Button sagen, dass er was machen soll? Hierzu sind die Buttons sogenannten CSS-Klassen zugeordnet. Das bedeutet, dass der Details-Button einer Klasse zugeordnet ist und die Klasse, die haben wir hier aufgeschrieben, das hier ist dann btn-details. Also mit dem Punkt btn-details kann man den Button ansprechen. In dem Fall den Details-Button. Das hier wäre dann der Kauf-Button, das wäre der in den Amazon-Warenkorb-Button und das hier wäre dann der Filter-Button für den Filter. Wenn ihr auf so einen Button Rechtsklick drauf macht und das suchen, dann habt ihr zum Beispiel in Google Chrome oder auch in anderen Browsern so Entwicklerkonsolen. Und wenn ihr euch dann den Button mal genau anschaut, dann steht hier Klasse ist gleich und dann Hochzeichen die Klasse. Das btn-details wäre jetzt in dem Fall die Klasse, wo wir brauchen, beziehungsweise die müssen wir ansprechen. Das steht auch zum Beispiel bei den zu Amazon Button mit drinnen. Hier wieder die Klasse btn-buy und die müssen wir natürlich dann ansprechen. Im Affiliate-Team unter Optionen allgemein haben wir CSS und hiermit werden wir das ändern. Also das ist sozusagen unsere Entwicklung. Hier werden wir die Codes einfügen, dass die Buttons sich ändern. Das hier werde ich alles mal rauslöschen. Das habe ich jetzt hier fürs Beispiel genommen. Und hier, das ist einfach nur als Abtrennung, dass ihr seht, ab hier unten beginnt es jetzt. Hier werden wir jetzt arbeiten. Als erstes sucht ihr euch einen Button raus, den ihr ansprechen wollt. Ich kann euch das erstmal noch zeigen, wenn ich auf Update drücke, tut sich jetzt hier nichts, alle Buttons sind wieder auf Standard zurückgesetzt. Also der Button hier oben ist standardmäßig, nur der Hover-Effekt, den man unter Customizer einstellen kann, also der Effekt, wenn man mit der Maus drüber fährt. Und die Buttons sind auch alle genau gleich, wie sie davor auch waren. Ich kopiere mir als erstes mal einen Button raus, zum Beispiel möchte ich den Details-Button ansprechen. Dazu einfach das Punkt btn-detail und füge sie einfach mal ein. Und jetzt ist die Frage, was will ich machen? Wir beginnen mal mit den Other Simples. Ich verändere einfach mal die Form von dem Button. Hierzu kopiert ihr euch das hier raus. Wichtig ist nicht das dahinter. Hier wurde nur beschrieben, Abrundung, eckig oder rund. Und da werde ich euch gleich was zeigen. Also mit den beiden Klammern. Das Wichtige ist, ihr müsst wirklich beide Klammern mitkopieren. Und fügt es dann einfach dahinter ein. Das könnt ihr natürlich formatieren, ihr könnt das hier eine Zeile darunter machen und das alles machen. Aber wichtig ist wirklich, dass ihr das so mit den Klammern, dass eine davor ist und eine danach. Jetzt wird hier zum Beispiel Border Radius angesprochen, dass sich die Ecke verändern soll. Ich schraube das mal höher auf 15 und mache die zweite Ecke auch noch. Die anderen beiden Ecken bleiben einfach so, wie sie sind. Aktualisieren wir hier. Und jetzt seht ihr, dass sich die beiden Ecken um einiges verändert haben. Ich kann die anderen beiden Ecken auch noch ansprechen, dann wird das Ganze noch mehr rund. Oder ich kann es auch so lassen, wie es aktuell ist und dann wird es so bleiben. Ich aktualisiere wieder, jetzt sind alle Ecken abgerundet und ihr habt beispielsweise einen runden Button. Man kann dann auch noch einen Schatten hinzufügen als weitere, aber sowas wird es dann in anderen Videos geben. Bisher ist der Hover-Effekt noch immer gleich. Wenn ich jetzt noch eine Funktion mit hinzufügen möchte, dass ich einen Border Radius habe, wie hier unten in den Amazon Warenkorb Button, dass außenrum nochmal so ein Schatten bzw. so ein Rahmen ist, kann ich noch eine zweite Funktion ansprechen. Das hier wäre diese Funktion, die kopiert ihr euch einfach und jetzt ist wichtig, wenn ihr diese Funktion zu der Funktion mit hinzufügen wollt, dann dürft ihr nur das in den beiden Klammern mit hinzufügen. Ich füge das hier ein und zwar wichtig ist nach dem Semikolon hier. Und jetzt haben wir hier das erste, dass der Button seine Form verändern soll. Das zweite ist, dass der Button auch noch sein Aussehen verändern soll bzw. einen Rahmen machen soll. Hierzu geben wir an, wie stark es sich verändern soll, zu viel Pixel.
Hier geben wir dann den Typ an, was für ein Typ der Button bekommen soll. In der Videobeschreibung ist sowas verlinkt. Hier könnt ihr draufklicken und dann seht ihr zum Beispiel, bei None ist gar nichts drin, bei Hidden ist es versteckt und zum Beispiel Dotted, dann habt ihr so einen gepunkteten Rahmen. Klickt euch da einfach durch, wenn ihr was habt, das euch gefällt, dann kopiert euch hier einfach den Namen raus. Ich werde jetzt einfach mal Dotted nehmen, den hier einfach rauskopieren und dann schreibt ihr den hier rein und dahinter, was für eine Farbe das haben soll. Hier muss man mit den Hexcodes, HTML-Farbcodes arbeiten und hier ist auch was verlinkt, das sieht so aus, da stellt ihr einfach einen Farbcode ein. Wir nehmen zum Beispiel mal so einen Orangeton, kopieren uns den raus, fügen dann hier den Code ein. Und jetzt sollte der Button sich um einiges schon verändert haben, wenn ich wieder aktualisiere. Der Button ist rund und wir haben so einen gedotteten Rahmen und der Rahmen hat dann eine Farbe von Orange. Und so kann man seine Buttons natürlich ziemlich verändern. Also ihr müsst hier oben eine Klasse nehmen, was für einen Button ihr ansprechen wollt. Und müsst dann hinzufügen, was sich mit dem Button tun soll. Das Ganze macht ihr dann hier in den Klammern. Wir können auch mehrere Buttons auf einmal ansprechen. Also wenn wir jetzt noch wollen, dass der Kaufbutton genau die gleichen Funktionen hat, kopieren wir das raus, machen hier wieder ein Komma rein und dahinter wieder die Button-Klasse, drücken auf Update und dann wird das Ganze auch für den zweiten Button übernommen. So kann man ganz einfach Buttons ansprechen und diese verändern. Nochmal zusammengefasst, als erstes müsst ihr einen Button ansprechen mit der Klasse .btn-details zum Beispiel, das wäre der Details-Button. Danach müsst ihr in Klammern angeben, was passieren soll. Zum Beispiel soll der Radius sich ändern. Dann zu wie viel sich der Radius verändern muss, das könnt ihr hier im Pixel angeben. Und wenn ihr dann noch eine zweite Sache machen wollt, müsst ihr das Ganze mit einem Semikolon trennen und dahinter dann noch angeben, was dann noch passieren soll. Unten in der Videobeschreibung ist noch was verlinkt. Hier könnt ihr euch mal durchlesen und durchschauen. Das sind ganz, ganz viele Sachen, da könnt ihr noch richtig viele coole Sachen mit den Buttons machen. Und wir werden auf jeden Fall noch ziemlich viele Videos raushauen zu CSS und HTML und so, wie ihr dann wirklich da Schritt für Schritt mit lernen könnt und wirklich ganz viele Sachen dann noch auf die Reihe bekommt. Aber hier könnt ihr schon mal selber durchschauen und schauen, was es hier so gibt und vielleicht schon ein bisschen selber dann damit arbeiten und auch ein bisschen vorankommen. Wir machen weiter mit was Aufwendigeren. Hierzu sprechen wir wieder als allererstes einen Button an und das wäre zum Beispiel mal der Amazon Warenkorb Button. Hier haben wir noch was Zweites ergänzt. Bei den Amazon Warenkorb-Button kann man standardmäßig im Customizer nicht den Hover-Effekt einstellen. Das bedeutet, wenn ich mit der Maus drüber fahre, ändert sich hier die Buttonfarbe. Aber das kann man im Customizer nicht einstellen bei den Amazon Warenkorb-Plugin, weil es per Plugin importiert wird. Hierzu kopieren wir uns das Ganze raus. Hier wieder die Klasse. Background Color ist die Hintergrundfarbe und Color ist dann die Farbe vom Text. Und jetzt können wir ganz normal erstmal die Farbe verändern. Ich lösche das obere wieder raus, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier wird dann angegeben, was für eine Farbe der Hintergrund hat und was für eine Farbe der Text hat. Ich lasse das mal so. Und jetzt sehen wir einfach, dass wir auch automatisch hier dann die Buttonfarbe verändern können und auch Sachen angeben können, was dann passiert. Wenn wir jetzt einen Hover-Effekt machen wollen, das bedeutet, wenn wir mit der Maus drüber fahren, selber bestimmen wollen, was für eine Farbe sich verändern soll, dann kopieren wir das Ganze hier mit und fügen das hier ein, machen einen Doppelpunkt dahinter, Hover. Und dann fügen wir zum Beispiel hier den weißen Farbcode ein. Das wäre 6xF. Und hier den schwarzen. Tun das Updaten. Aktualisieren wir die Startseite. Und jetzt, wenn wir mit der Maus drüber fahren, verändert sich die Farbe und der Text verändert sich auch. Also der Text wird schwarz und erst ist er weiß. So kann man natürlich den Hover-Effekt verändern. Das Doppelpunkt-Hover können wir auch bei anderen Buttons natürlich ganz normal verwenden. Wie zum Beispiel bei den Buttons hier den Details-Button oder auch bei den anderen Button kann ich zum Beispiel das hier einstellen. Dann gebe ich an, dass das Ganze zum Beispiel den Border ändern soll. Kopiere ich mir wieder die Border-Radius-Sache raus. Danach Doppelpunkt Hover. Und dann soll sich der Border-Radius verändern, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Ich aktualisiere wiederum. Und wenn ich hier mit der Maus drüber fahre, verändern sich die Ecken. Und sowas kann man natürlich einstellen mit dem Hover-Effekt. Mit Doppelpunkt Hover und die Klasse angeben. Jetzt kommt das wirklich Aufwendigeres und Spannenderes und zwar Animationen. Eine Animation kann ich auch angeben und das ist gar nicht mal so schwer, wie jetzt einige denken. Hierzu müssen wir einfach nur wieder eine Klasse von dem Button angeben, den Kaufbutton in dem Fall. Den fügen wir hier rein. Und dann fügen wir hier das untere ein,
Animation-Name, Doppelpunkt, und dann wird hier sozusagen Name vergeben, der hier unten wieder gefunden wird, und das untere ist dann, was passieren soll. Wir kopieren das obere hier raus, machen hier wieder unsere beiden Klammern, und zwischen die beiden Klammern tragen wir dann das hier ein. Hier wird dann die Animation vergeben, also der Name der Animation. Hier ist die Dauer, wie lange die Animation dauern soll. Und hier wird dann angegeben, wie oft die Animation sich wiederholen soll. Bei Infinity wird das Ganze unendlich oft wiederholt. Wenn wir wollen, dass die Animation sich dreimal wiederholt, dann tragen wir hier eine 3 zum Beispiel ein. Wir lassen das Ganze mal auf 3 und bisher wird sich noch nichts ändern. Jetzt müssen wir noch angeben mit dem Keyframe hier unten, was überhaupt passieren soll. Wir kopieren es raus. Und hier wird jetzt prozentual angegeben, was passiert. Bei 0% ist die Background Color, also die Hintergrundfarbe, weiß. Bei 50% schwarz und dann wieder bei weiß. Wir aktualisieren einfach mal und schauen, was passiert. Und jetzt verändert sich einfach die Farbe die ganze Zeit, dreimal nacheinander, und der Button wird blinken. Noch einmal, und jetzt soll es aufhören. Und jetzt ist der Button wieder in ursprünglichen Farbe. Hier können wir natürlich Buttonfarben angeben und sowas. Wir können aber auch mehrere Sachen auf einmal verändern lassen. Zum Beispiel bei 0% ist das Ganze standardmäßig so, dass die Hintergrundfarbe weiß ist und die Textfarbe, die ist nur Color. Dann wieder ein Doppelpunkt, Raute, und dann geben wir hier zum Beispiel schwarz an und ein Semikolon wieder. Die Hintergrundfarbe wäre weiß und dann die Textfarbe wäre schwarz. Und hier in der Mitte ist es dann genau andersrum. Da tragen wir dann einfach weiß ein. Und hier ist das Ganze wieder schwarz. Und so könnte man es die ganze Zeit dann überlesen und der Button würde blinken. Und trotzdem liest man immer dann zu Amazon. So Sachen kann man natürlich ziemlich simpel angeben. Wir können aber auch aufwendigere Sachen machen oder spektakuläre Sachen, dass sich dann der Border-Radius verändert. Das kennen wir ja von hier oben. Kopieren wir uns raus. Und jetzt habe ich vergessen, dass ich das in der Mitte nur kopieren sollte, also ohne die beiden Klammern außenrum. Und jetzt geben wir das zum Beispiel hier wieder nach dem Komma ein, wie wir es bei den anderen Button vorhin gemacht haben, dass es ganz am Anfang so ist. Danach ist es zum Beispiel, dass das hier so und diese Seite abgerundet ist. Und hier lassen wir das Ganze dann wieder zum Beispiel auf die ursprüngliche, dass nur das erste abgerundet ist. Auf Update. Aktualisieren wieder und jetzt seht ihr, dass sich das Ganze ändert. So Spielereien kann man dann natürlich auch machen. Wir können auch wieder den Rahmen ansprechen, wie wir das vorgemacht haben, dass sich der Rahmen verändert. Das ist dann der Border alleine und hier kann man dann zum Beispiel wieder den Effekt statt Solid angeben, Dotted oder Dashed oder sowas. Die könnt ihr wie gesagt hier ablesen und könnt euch dann hier verschiedene Sachen zusammenbasteln. Wenn ihr mehrere verschiedene Sachen hinzufügen wollt, einen Farbverlauf oder so, dann müsst ihr einfach das hier wieder mit rauskopieren. Ich setze das Ganze mal zurück, dass wir hier nicht so viel mit drin stehen haben. So, dann füge ich das hier ein und dann kopiere ich mir einfach das hier bei 50% oder eine andere Zahl ein paar Mal raus und gebe dann nicht 50% beim ersten an, sondern zum Beispiel 10%, hier 20%. Da 30%, da 40% und dann erst 50%. Und so kann ich mir einen Farbverlauf machen, dass sich das Ganze dann von der Zeit her mit der Farbe verändert. So, und jetzt starte ich mit der ersten Farbe. Die trage ich dann hier ein. Dann gehe ich hier ein bisschen runter mit dem Cursor, kopiere mir die nächste Farbe raus. Dann gehe ich wieder ein bisschen runter. Und so kann man natürlich hier ein bisschen rumspielen. Und wenn ihr euch damit wirklich ein paar Stunden beschäftigt, kriegt ihr wirklich ziemlich tolle Sachen hin. Und wir werden noch ganz viele Videos dazu rausbringen. Und am Ende von der Videoreihe werdet ihr auf jeden Fall ziemlich selbstständig und gut arbeiten können mit CSS und HTML. Das sind jetzt erstmal die Basics. Und wir schauen uns das Ganze gleich mal an. Wenn wir hier unten angekommen sind, nochmal in so einen Braunton rein. Und dann ist das wiederum hier. Dann gehen wir auf Update. Und dann aktualisieren wir die Startseite. Und jetzt verändert sich die Buttonfarbe in so eine Art Farbverlauf. Sowas kann man damit ziemlich simpel machen. Und jetzt ist es wieder auf Anfang an. Wir können hier die Zeit einstellen, wie
lang das passieren soll. 3 Sekunden lang zum Beispiel. Wenn wir 0,5 Sekunden einstellen wollen, dann müssen wir nicht 0,5 einstellen, sondern 0,5, weil das mit der englischen Schreibweise ist. Das kann man machen, indem man 0,5 und danach das ein S macht. Update. Dann aktualisieren wir wieder und dann ist das natürlich viel schneller im Farbverlauf und ist innerhalb von einer halben Sekunde vorbei. Hier können wir wieder unendlich einstellen, also das ist hier mit drin. Infinity steht hier drin, dann wäre das Ganze die ganze Zeit unendlich und wird ziemlich schnell sich dann verändern innerhalb von 0,5 Sekunden. Ich stelle es mal auf 5 Sekunden ein. Aktualisiere wieder. So kann man natürlich ein bisschen rumspielen. Ich würde euch empfehlen, das Ganze nicht zu übertreiben, weil es würde nur ablenken. Aber einige coole Spielereien kann man damit auf jeden Fall machen. Wenn ihr irgendwelche speziellen Buttonwünsche oder so habt, die ihr nicht selber hinbekommt oder auch nochmal genau Videos dazu haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare rein, genauso wie andere CSS-Sachen. Wie man Boxen erstellt oder sowas werden wir machen und hier bestimmte Textpassagen vorheben kann. Nicht mit den Shortcodes, das Affiliate ziehen wir aus, sondern wirklich selber. Dann den Text hier hervorheben kann, Boxen erstellen kann und ganz viele andere Sachen, werden wir alles machen. Und sowas, wenn ihr da irgendwelche Fragen oder noch Wünsche dazu habt, speziell zu einzelnen Themen, schreibt es in die Kommentare. Das Skript hier und alles weitere ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier haben wir nochmal genau beschrieben, was was ist. Hier werde ich natürlich auch noch ergänzen, dann BTN Add, also dass das hier dann der Filter-Button ist und so, wird alles unten in der Videobeschreibung mit drin stehen. Seite hier, die auch unten verlinkt ist, könnt ihr wirklich da noch ein bisschen arbeiten und schauen, was ihr noch so hinbekommt und auch ein bisschen rumexperimentieren. Ansonsten war es mit dem Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.